10 und ich wollte sowieso Käsesuppe vorbereiten. Und das Telefon klingelt. Ines hier, hallo. Hallo zusammen, hier ist wieder Ines Kochstudio. Heute mache ich Käsesuppe und ich denke, ihr kennt das alle, aber vielleicht der eine oder andere nicht. Und ich zeige euch jetzt die Zutaten. Ich nehme heute 2 Kilo gehacktes, 3x Kräuterschmelzkäse, 3x Sahneschmelzkäse, Flüssigmargarine, Porree, Zwiebeln, Kräuter, Fleischbrühe und normalerweise nimmt man noch Champignons. Die lasse ich heute weg, weil ich habe sie nicht da. Fangen wir an. Wir braten als erstes in den Topf das Gehackte an. Ihr könnt auch eine extra Pfanne nehmen, ist egal. Als nächstes macht ihr die Brühe, die macht ihr genauso wie es hier drauf steht. Ich habe schon eine fertig, weil die ist von gestern. Die werde ich gleich verwenden, aber ist ja nicht schwer. Wasser aufkochen lassen, 3-4 Esslöffel Brühe dran und schon fertig. Wenn die Makrele heiß ist, geben wir jetzt das Gehackte dazu, dann Salz und Pfeffer und dann machen wir das grünlich und schön braun. Jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu und den Porree. Die reichen für heute mal. Zwiebeln. So, und jetzt den Porree. Hier riecht sehr gut. Also viele meckern ja immer, weil ich die tiefgefrorenen Zwiebeln nehme, tiefgefrorene Champignons, tiefgefrorene Porree und so weiter und so weiter. Aber ich muss es öffentlich zugeben, ich bin viel zu faul, das alles selber zu waschen und zu schneiden. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit für sowas. Und deswegen nehme ich die Zutaten und die sind genauso lecker. Und es ist auch bewiesen, dass genauso viele Vitamine da drin sind wie bei den frischen Zutaten. In das kochende Wasser gebt ihr so viel Brühe dran, wie ihr wollt. Und jetzt schütten wir das in die Suppe rein. Jetzt lassen wir das noch so lange köcheln, bis der Porree weich ist. Normalerweise werden Champignons noch dran gegeben. Und wir geben gleich den Schmelzkäse noch dazu und die Kräuter und dann ist schon die Suppe fertig. Hey there, pure star, let's go way too far. Jetzt kann ich den Topf von der Flamme nehmen. Jetzt kommt der Schmelzkäse rein. Und Kräuter und dann servieren. Macht ihr Gott sei Dank nicht dick. Ich nehme immer 6 Packungen für so einen Topf. Typisch Indes. Guck mal. Hier. So, den nächsten. Ohne Deckel ablecken. Also ich möchte eigentlich keine Fremdwerbung machen für andere Firmen. Aber das Ding ist so geil für solche Dosen. Das müsst ihr holen. Das fängt mit T an und hört mit R auf. Jetzt rühren wir das alles durch mit dem Käse. Also für so einen großen Topf braucht man schon 6 Packungen Käse, wenn nicht noch mehr. Jetzt rühre ich das alles richtig durch. Jetzt mache ich die Kräuter noch dran und dann serviere ich euch den Teller. Three
So, jetzt muss ich abschmecken, ob es wirklich perfekt ist. Perfekt. Lecker. Da ist bestimmt heute noch ein Riesenteller, obwohl es schon um 11 ist. So, meine Lieben, die Käsesuppe ist fertig. Ich kannte die früher überhaupt nicht, bevor ich hierher gezogen bin nach Nordrhein-Westfalen. Und meine Omi und Obi kannten die auch nicht in Sachsen. Und deswegen habe ich die jetzt gekocht, weil ich mir sicher bin, dass viele Menschen die nicht kennen. Und ich wünsche euch guten Appetit. Bis demnächst, eure Ines. Tschüss.